Hallo! Herzlich willkommen zu Saquari! Wir sind's wieder, euer liebstes Horror-Stream-Pärchen. So, wir sind heute im Auftrag von Apollo Optik da. Deswegen hat Pia ausnahmsweise auch eine Brille auf. Und wir spielen Saquari. Wie geht denn das hier an? Du drückst auf den Knopf in der Mitte. Ich mache das immer mit dem Kabel. Ah. Ja, wir spielen das jetzt. Ich brauche keine große Ansage machen. Ja. Vielleicht kann man sogar nicht mit dem Controller spielen. Safe. Aber ich kann nicht. Ja, müssen wir gleich auf Couch kommen. Digga, so, wollen wir nochmal wegen Sound achten? Das ist ja dein Video, also müssen wir darauf achten, dass da soundtechnisch das alles geht auf YouTube, oder? Ja, das ist dein Setup. Nein, ich meine, Streamer-Modus ersetzt lizenzierte Musik aus dem Spiel durch gebührenfreie. Ja. Geil, dann haben wir da alles. Grafik, amazing, oh Gott, warum hat sich das umgestellt, ohne dass ich... Ich muss das manuell machen. Oh Bruder. Was macht der? Hast du schon mal gemacht? Bitte? Ja. Spielst du immer in 2K? Ja. Warum? Ist das nicht gut? Was ist das Problem? Es gibt kein Problem. Es ist alles schön. Es ist wunderschön. Ja. Couch-Koop. Da wäre Weitergeben des Controllers. Weitergeben? Also brauchen wir doch nur ein Eingaberecht und Gerrit hatte recht. Aber ich glaube, man kann das auch anders machen. Man kann auch Spielerin hinzufügen. Ach so, warte mal. Ach. Spielerin 1, Spielerin 2. Ja. Ja, geil, da muss ich ja gar nichts machen. Es gibt so viele Charakter. Es gibt Laura. Okay, wir müssen uns jetzt, glaube ich, nur entscheiden, wer Spielerin 1 oder Spielerin 2 ist. Ja. Wir machen Schnick, Schnack, Schnuck. Ich bin Schnuck. So geht das Spiel nicht. Nicht? Nein. Okay. Schnick, Schnack, Schnuck. 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 Jawohl. Scheiße. Ja. Was willst du jetzt sein? Ich bin Spieler in 2. Okay, dann bin ich Spieler 1. Ja. Schnellste. Hallo, Kiba. Willst du auch mitspielen, Kiba? Ah, siehst du? Das wird nämlich schon. Ja, siehst du? War gut, dass wir es. Du könntest alle Frauen spielen. Ja, ich will alle Frauen sein. Hä, aber Caitlin ist auch eine Frau und Laura auch. Ja, deswegen kann man das. Man kann das mischen. Guck. Oh. Ah! Das ist perfekt. Du möchtest echt alle Frauen sein? Dann bin ich alle Männer? Ja. Das ist der Plan? Ja. Gut. Ja. Alles klar. Ich bin gespannt. Ja. Ja. Laura, bereit? Ja. Ich bin Laura. So. Psst, ich will die Story hören. Dass es bei Kiba in der Kamera angekommen ist. Er hat die Kamera verschoben. Der fliegt raus. Wie erkennst du hier was? Das ist ja, man sieht ja gar nichts. Es tut mir leid. Aber es wird, die Sonne geht ja bald unter. Ist kein Gummi anzuspucken. Sieht man nicht.
Oh mein Gott. Wie so ein Walross, ne? Leute, das war eine 10. Das war mindestens eine 10. Ich sehe schon wieder den YouTube-Kommentar. Ich will mir eigentlich in mein Abendessen reinhauen und jetzt muss ich hier zuhören, wie der Kalle rülps. Ey, voll scheiße. Nee, man riecht gar nichts, actually. Also. Ich habe gerade geschrieben, riecht auch wie eine 10. Wieso hast du ausgemacht? Ich denke, das weißt du. Nein, weiß ich nicht. Weil du dich verfahren hast? Wie erwartet. Was mit ihrem Gesicht? Nicht dein Ernst. Warum bist du so eine Zicke? Doch, das ist mein voller Ernst. Das glaube ich heute ganz gut zu mir. Fluss. Du bist... Was hast du jetzt gesagt? Lost. Das ist diskutabel. Quicktime-Event! Oh, ich will auch Marshmallow. Nimm dir etwas Zeit für diese Hinweise, die dich durch die verschiedenen Situationen und Wendungen leiten, die dir in Hackett's Quarry begegnen. Was? Ach so, da oben. Du, hier siehst, du brennst. Quicktime-Events. Perfekt. Oder QTEs, du, das tut weh. In kritischen Momenten eingreifen kannst. Ah. Pass auf, denn Hackett's Quarry kann gefährlich werden, wenn du nicht auf deine Umgebung achtest. Eine kleine Unaufmerksamkeit kann dramatisch... Ich kann nichts machen. Du selbst entscheidest, welchen Weg du gehst, aber rechne immer mit Hindernissen und sei vorbereitet. Hab's. Ja, Hase, nicht schlecht. Hase. Hase. Danke. Aha. Mann, die Straßen werden ja immer schlimmer. Das gehört sicher zur rustikalen Sommercamp-Erfahrung. Ach ja, da wollten wir hin. Aber ich habe jetzt den Mann gesteuert. 200 Meilen, ja? Nee, du hast das gefangen, was Frau. Das Handy. Deswegen als Frau? Ja. Weißt du, Max, es ist okay. Trotz allem bist du noch immer ein Mann. Du weißt, wenn Columbus nicht lost gewesen und an unserer Küste gestrandet wäre, gäbe es gar keiner mehr. Ich hab die Hoden. Goodbye, Hot Dogs. Bis später, Apfeltorte. Columbus war genau genommen nie in Nordamerika. Genau da. Wie meinst du das? Dachte eigentlich, er wäre in Asien. Dein Ernst? Noch ein Kerl, der nicht zugeben konnte, dass er sich verfahren hat. Tja, ein Kerl, nachdem ein ganzer Tag benannt wurde. Mach daraus, was du willst. Oh mein Gott, okay, bring uns einfach zum Camp, bevor mir vom Augenrollen schwindelig wird. Ich bin dabei, ich bin dabei. Was bist du so? Kannst du uns mal ganz kurz muten? Uns? Ja, beide. Voila. Was ist das? Ja, ja. Nein, im Ernst, wo ist die normale Karte? Das ist die normale Karte. Wie im Telefon. Keine Balken. So. Ah, na, das klar. Ist aber wieder geil. Okay, lass sehen. Also, wir sind... Ich sehe auf der Karte kein Sommercamp. Hast du Schilder gefunden? Was ist das für ein leises Auto? Hey, Augen auf die Straße! Okay. Das ist ja so typisch, ey. Got it. Boah. Ich hab uns gerettet. Alles okay? Ja, ja. Wir sind von der Straße runter. Ist nichts kaputt. Guter Gott, was ist das gewesen? Ein Bär? Was? So, ich bin wieder da. Nein, Max, das war kein Bär. Was war's? Was ist passiert? Ich denke, eine Person. Wir haben fast jemanden umgefahren. Da lag irgendwas auf der Straße. Und dann sind wir abgedriftet. Haben wir ihn verletzt? Und jetzt habe ich kurz nicht hingeguckt. Keine Ahnung, ich meine, es war richtig nah. So richtig nah, aber vielleicht nicht... Entschuldigung. Was siehst du? Die Karre ist total im Eimer.
manchmal sieht es schlimmer aus, als es ist. Ich sehe mir den Schaden an, bevor wir den Wagen wieder starten. Holst du mir das Werkzeug von hinten? Ja, ja, okay. Ah, jetzt geht die Haube runter und er ist ein Zombie oder so. Es ist gruselig. Beweg dich. Oha. Ich bin noch da. Ich kann A drücken. Ist nicht so wild. Meine Mom killt mich. Ich habe Tränen in den Augen, ne? Hm. Du kannst gehen. Entschuldigung. Okay, ich muss nur kurz ein bisschen klarkommen. Auf die Steuerung, sag ich jetzt mal. Okay, an ihm kann ich nicht vorbei. Was hat sie gesagt eben? Ich soll hinten gucken, oder was? Drücke LB zum Ansehen. Nee. Herumschnüffeln? Oh, jetzt schnüffel ich in deinen Sachen. Rejected! Dear Mr. Brinley, thank you for the interest in Landis University. Du hast da nichts gesagt. Ah. Helena Mason, Alter. Habt ihr das gar nicht erzählt? Ja, du bist abgeschnitten. Achso, weil ich ein bisschen näher nicht ran muss noch. Danke, Schatz. Ja. Kann ich was tun? Ja, könntest du hier einmal reinleuchten? Ich bin gleich wieder da, es tut mir leid. Hier, bitte. Perfekt, danke. Hoffentlich sind wir hier schnell wieder weg. Stell dir vor, es dir an einer großen Feuerstelle bequem zu machen und Lieder zu singen. Ich denke sicher nicht an eine große Feuerstelle. Wieso nicht? Ich mag kein offenes Feuer. Dann das sieht man mehr. Stell dir die schöne Wärme eines Heizfeuers vor. Entschuldigung. Überall ist besser als hier. So, an den Chat nochmal der Hinweis. Jegliche Art von Spoiler wird immer mit einem Timeout versehen. Auch wenn es ein bisschen... Oh mein Gott! Eieiei, da ist eine Frau. Also please don't spoiler anything. Da war eine Oma. Ja, ja, ja. In einem Nachthemd. Oder eine Braut. Gehst du jetzt gucken? Wo bist du hin? Nur hier rüber. Sag's halt. Nicht das. Warte eine Sekunde, okay? Bin fast fertig. Trotzig. Du bestimmst hier nichts. Was? Du bestimmst nicht über mich. Ich will nur nicht, dass du allein weggehst. Sag mal! So war das nicht gemeint. Ja, das will ich hoffen. Schatz, ich muss mich wirklich konzentrieren okay. Hier. Max ist ja. Frustriert. Ja, ich denke, bin frustriert. Jemand ist da unten, okay? Was ist? Vielleicht ein Verletzter. Ich muss mir das ansehen. Gehst du jetzt alleine? Mhm. Warum? Was ist das hier? Ich esse Käse. Ich bin nervös. Ich habe Angst. Nicht gegessen? Nicht ganz. Hm. Ich habe Angst. Ich brauche Käse. Käse hilft gegen Angst. Möchtest du auch Käse? Nein, danke. Die ist gleich hinter dir. Oh Gott. Nein, ich finde das... Oh mein Gott! War das zu dumm zum Laufen, Mann. Aber sie freut sich. Hast du keine 7TV-Emotes? Ja. Ich sehe Keck W ausgeschrieben. Was ist das denn? Ganz kurz, sind wir hier in einem Twitch-Stream oder wo sind wir hier? Ich sehe keine Emotes. Doch, bei den Eumeln. Hast du Franker Faces, Better Twitch TV Emotes, 7TV, irgendwas? Kann man das hier einschalten? Lassen wir das. Weiter geht's. Man sieht ja gar nichts. Omega-Lul. Omega-Lul! Nicht mal Kick-W. Nein, es gibt gar nichts! Dann bin ich ein bisschen enttäuscht. Oh, ein Brief. Ja, na. Oh, ist eine Kette. Eine Karte. Achso, man kann sich das mal alles angucken. Ich bin dafür, dass wir die Stimmung hochhalten, ne? Und nicht über Emotes zum Beispiel diskutieren. Aber Kameraführung ist ganz geil, muss ich sagen. Du bist so eine freche Ilse. Da ist ein Hinweis, den müssen wir uns angucken. Er ist so eine freche Ilse. Ein Harum-Scarum-Plakat.
was auch immer das heißen soll. Hast du es dir wieder nicht angeguckt? Nein, warum? Weil das so hundertprozentig Tipps sind, damit du nicht verreckst. Oder ich nicht verrecke. Ja, jetzt gucken wir uns das an. Hier, da, Text einblenden. Jetzt Karte kaufen. Haremsgauen, der spektakuläre Wanderzirkus. Wahrsagen und Wundersames. Mysterien und Magie. Entfesselungskunst und Enigmen. Kalle, wenn du das nicht ernst nimmst, dann kann ich auch vorlesen. Hast du jetzt das Gefühl, dass dir das irgendwas bringt? Ja. Was hast du jetzt davon? Weil das die Alte ist, die im Nachthemd da rumrennt. Das... Did you just assume the gender? Das ist die Alte. Ich bin jetzt hier allein im Wald, das ist mega scheiße. Du bist allein. Du fummelst da im Auto rum. Ich fummel halt gern. Ja, wird mal Zeit, dass du mal wieder an mir rumfummelst. Dann musst du ein bisschen weniger Tag aufspielen. Nee. So, Rainer. Ah, da ist eine Fessel. Kein dummer Spruch zur Fessel. Spein dir. So, guck dir das an. Ich hab gehört, Mann, ich hab nichts gesagt. Lies bitte das vor, was da steht. Kein Fest. Moment. Ja, jetzt weniger fressen. Mal. Entfesselungskunsttruhe. Prolog Wald. Eine Truhe voller seltsamer Gerätschaften. Vielleicht gehörte sie einem Entfesselungskünstler. Ein Relikt eines Wanderzirkus, der durch diese Gegend gekommen sein muss. Ich kann meinen Kopf bewegen. Ja, gut. Ich will aber... Oh, ich kann hier auch gucken. Bewegt es sich? Nö. Ich kann es nicht mitnehmen. Keine Fesselspielchen für uns. Schade. Mir macht die Oma mehr Sorgen als unsere Fesselspielchen, ehrlich. Du läufst allein durch den Wald und da ist eine Frau im Nachthemd. Das ist fucking gruselig. Hä? Ja, wir sehen doch alles. Guck mal. Ah, ich hab eine Taschenlampe. Das ist gar nichts passiert. Ah, hinter uns! Alex, freu dich schon mal aufs Schneiden. Ach du Scheiße. Ich mag nicht mehr. Können wir nicht was Lustiges spielen? Oh Gott, es kommt hinter uns. Und nein, kommt's nicht! Es verfolgt uns. Nein, ich will rennen. Sprinte, R2. Können wir nicht Overcooked spielen? Kochen? Spaß mit Töpfen. Ich hasse Cutscenes. Ich hoffe, das ist ein Samsung-Handy. Hä? Hast du das gesehen? Wie sie gegrinst hat? Irgendwas stimmt mit ihrem Gesicht nicht. Hör auf zu lachen. Ah, da war sie! Sie ist hinter dem Baum. Ich hab Puls. Ah. Wo sind sie? Silence. Silence, I kill you. Mon KW. Ja, das ist schrecklich. Silence. Silence. Was sagt sie? Sagt sie wirklich Silence? Ich weiß nicht. Sie hat Silence gesagt, ja. Und es ist richtig unangenehm. Aber auch selten, nämlich, dass sie da so weit in den Wald reingeht. Ja, bist du. Ah, ducken. Hab ich. Ich wäre auch gern gegengelaufen, würde ich sagen. Dunk. Springen! Das ist easy. Ey, du wirst das noch so verkacken, du wirst das noch so bereuen, dass du jetzt sagst, dass easy ist. Wo ist Max? Max! Max! Hey, hey, was schreist du so? Was? Hinter dir! Hey, das bist du! Ich wusste gar nicht, dass du im Spiel bist. Hast du mich gerade als diese gruselige Oma betitelt? Ja, die sieht aus wie diese Oma. Ich weiß nicht. Okay. Diese Hand-Showdown, die so machen. So sah die aus. Und das bist ja auch du. Hast du es gesehen? Nein, aber was gehört?
Lass uns verschwinden. Komm schon. Komm schon! Oh Gott, ich denke, du hast ihn gecheckt. Das habe ich und es lief alles. Ah! Also ich weiß, du bist nervös, aber komm wieder runter, okay? Ich bin nicht nervös, Max. Ich bin am Ausrasten. Ist bestimmt nur irgendein Tier gewesen. Nein, es war kein Tier. Du hast es nicht gesehen. Es war eine Frau. Das bringt nichts. Hörst du? Gut, wer sagt's denn? Alle da ist eine Hand, die dir nicht hingehört. Jetzt einfach weg von mir. Hör auf zu schreien! Mein Stress, ja, das ist so typisch, Mann. Max! Ich bin dran, ich bin dran. Alles wird gut. Ist wir sind gut. Hier drin sicher. Ah! Ach komm, so schlimm war das nicht. Fuck. Das ist ein Police Officer oder so. Mein Herz ist explodiert. Scheibe runter. Hi, Officer. Das war jetzt nichts. Heute Abend. Ist Ihnen was passiert? Alles ist gut. Take nur me. Etwas durch den Wind. Ich habe so viel Stress. Ich weiß nicht, ob ich froh sein soll, dass der da ist oder nicht. Sagen Sie mir, was hier vorgefallen ist. Wir wollen das Tutorial. Ja, hä? Also. Ach so. Hackett's Quarry steckt voller Möglichkeiten, Geheimnisse und unentdeckter Wunder. Guck mal, Hase. Mit jedem einzelnen Schritt legst du deinen Weg fest und erlebst die Konsequenzen deiner Entscheidungen. Von Zeit zu Zeit siehst du, wie eine Situation hätte ausgehen können, wenn du in der Vergangenheit andere Entscheidungen getroffen hättest. In Hackett's Quarry gibt es keinen falschen Weg. Aber Vorsicht, denn manche Wege sind gefährlicher als andere. Ah! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da, nimm meinen Puls. Oh, Alter, das ist ja richtig am Pochen, Alter. Ich kann nicht. Mein ganzer Rücken ist nass. Ich hol mir das Deo her, sonst stink ich heute den ganzen Abend. Ja, Guck mal, wie unschuldig du schaust. Ein bisschen wie Kiba. Man sieht jetzt nicht immer, was wir da auswählen können. Also auf der anderen Seite hinter unserer Kamera ist jetzt noch ehrlich. Etwas ist vor das Auto gesprungen. Und der Wagen scherte aus. Soll ich uns in die Mitte packen? Ist halt auch doof, oder? Naja, wir müssen es immer vorlesen, glaube ich. Okay. Ich würde ehrlich sein. Wir, irgendwas ist uns vor das Auto gesprungen. Also sind wir sofort ausgewichen und... Jetzt sind wir hier. Etwas ist gesprungen. Der ist weird. Ich weiß nicht, ob es an der Animation des Gesichts liegt oder am Typen. Also wir können wieder ehrlich sein. Es ist so dunkel. Unehrlich ein Tier. Ich würde sagen, ich entscheide es einfach mal, wenn ich das... Ja, safe. Also, deswegen sage ich ja nichts. Ja. Ich glaube, wir gehen mal. Tut mir leid, es ist nur so dunkel und es passierte so schnell und sie verschwand. Sie? Ma'am, ist jemand verletzt? Nein, nein, Gott, nein, auf keinen Fall. Also, ich meine, ich denke, ich weiß nicht. Sir? Mutter laufen lassen. Sir? Er wird jetzt richtig abgeschlachtet oder so. Ist der Kerl nicht der gruseligste Cop? Ja. Ich weiß nicht. Wir wissen noch nicht mal, wer ein Cop ist. Was, jetzt echt? Er hat keine Marke gezeigt. Ja, ich bin nicht kriminell. Warum sollte er auch da so rumchillen? Er hat auf jeden Fall einen Towtruck. Ich bin mir nicht sicher, ob er ein Cop ist oder vielleicht ein Ranger. Ranger würde mehr Sinn ergeben im Wald. Hm. Vielleicht wohnt er auch einfach nur da. Ah, okay. Es ist ein Polizeiauto. Aber Ranger. Und jetzt verraten Sie mir. Was zur Hölle? Sie zwei, allein hier draußen, um die Uhrzeit tun. Hä, wir dürfen ja wohl auf der Straße fahren. Was ist er denn jetzt so ein Hurensohn? Was kann denn seine Mutter dafür? Ja, also ganz ehrlich, also wir dürfen ja wohl da fahren. Das ist Amerika, ja, aber nein. Aber es ist ein Auto, eine Straße. Ja, wir haben einen Unfall gebaut. Aber du guckst ein bisschen wie
Joy, wenn sie was will, aber dich nicht direkt anschauen möchte. Ja, wir können jetzt freundlich sein und sagen, ja, wir fahren zum Camp. Ich kann uns auch, also ich könnte uns auch quasi so hinpacken. Ja, aber ich weiß nicht, dann ein bisschen kleiner. Dann, ja, nee, ich glaube, das sackt. Sind wir nicht so noch immer groß genug? Ja, aber dann sind wir halt in der Mitte. Was ist mit da oben? Nee, das sackt am meisten. So? Ich glaube, ich lese es einfach mal vor. Glaub, wieder größer? Ja. So? Ja. So? Nee. Ja. Nee, ja. Ja, lass es einfach so. Mitte ist gut. Nee, ich glaube, Mitte ist nicht gut. Weil das, wenn wir die ganze Zeit in der Mitte sitzen, I don't know. Oder ist das immer so? Entscheidungen sind immer links, rechts. Ohne zu spoilern, können wir uns ohne Probleme in die Mitte setzen? Weil in der Mitte ist halt dann auch manchmal drücken Knopf und so. Weil das Vorlesen können wir safe. Ich denke mir halt so. Ja, aber wir können das doch safe vorlesen. Wenn in der Mitte irgendein Knopf kommt, wo wir drücken müssen. Ja, aber der ist ja nicht da unten. Doch, war doch eben die ganze Zeit. Nee, war eher auf der Höhe, oder? Sag doch mal Chat. Okay, wir probieren es aus. Aber dann müssen wir es wirklich in die Mitte packen und nicht so... Ja, du machst es doch. Ja, aber dass das so richtig Mitte ist. So. Nicht die Mitte. In der Mitte sitzt ja jemand. Niemand. Oben rechts. Bitte nicht in die Mitte. Oben rechts wäre gut. Digga, wir bleiben einfach rechts unten. Ich werde mich nicht... Nee, wir setzen uns nicht nach oben rechts. Ich lese das hier vor, das passt. Wenn die Mitte nicht cool ist, dann ist die Mitte nicht cool, das ist nice. Aber ich kann das ja hier immer vorlesen. Wir haben ja auch hier unendlich Zeit gerade. Ich hasse Feedback aus dem Chat holen. Warum fragst du dann den Chat? Ja, weil manchmal habe ich so ein bisschen Faith in... Chat, aber... Ich finde Feedback von Chat großartig. Ja. Ich schreie die ein bisschen an dann. Möchtest du Käse? Nein. So, also kann freundlich sein oder abweisend. Ich würde weiter versuchen, ihn zu gewinnen. Dann gewinne ihn. Wir fahren zum Hackett-Story Sommercamp. Wir sind neue Betreuer. Eine Nacht zu früh. Nein, wissen wir. Aber wir wollten eher da sein und uns umschauen. Also, wir haben vorher angerufen. Und ehrlich gesagt, Sir, jemand ist nicht sehr gut im Kartenlesen und wir haben uns total verfahren. Was ist mit ihm? Was hat er für eine Karte? Er grinst. Sie schaffen es nicht bis nach Hackett's Quarry. Hätte hier was, ne? Nicht heute Nacht. Ja. Er hat auch Small bekommen. Ja. Harbinger Motel. Ist am nächsten dran, dort können Sie schlafen heute Nacht. Warum hat er Blut an dem Dings? Das ist nicht sein Blut. Ich denke, wir halten uns an den Plan, Sir. Ich meine, Mr. Hackett weiß, dass wir kommen und wir haben angerufen. Nein, Ma'am, Sie fahren direkt zum Harbinger Motel. Haben Sie verstanden? Okay, der Dude ist fucking gruselig. Ja, wir können jetzt sagen, dass wir zum Hotel fahren. Vielleicht ist es Marmelade. Oder wieso nicht zum Quarry? Diese andere Art der Hotelwerbung. Es ist ein Motel. Ich fahre jetzt, ich frage, ich will jetzt... Bei allem Respekt, so. Sir, wieso können wir nicht nach Hackett's Quarry? Weil ich Ihnen sage, Sie fahren zum Motel. Okay, ich verstehe nur nicht, wo das Problem... Ma'am, bitte verlassen Sie den Wagen. Oh. Was? Wieso? Officer, sie hat doch nichts getan. Ma'am, ich möchte Sie bitten, mal auszusteigen. Ich werde Ihnen eine Route auf der Karte zeigen. Jetzt haben wir ein Problem. Okay. Er leuchtet in Rot, das ist erst böse. Geht klar. Jetzt leuchtet er in Weiß. Bleiben im Wagen. Schon okay, kein Ding. Okay. Boah, das ist uncomfortable. Das ist nicht gut fürs Mikrofon, was du gerade gemacht hast. Entschuldigung. Also auch für meine Ohren. Ach so, das ist egal. Okay. So, wir... Was ist mit seinem Auge? Harbinger Motel ist hier. Gut, okay. Und wo war Hackett's Quarry nochmal? Ich bin sicher, das Personal im Harbinger Motel zeigt es Ihnen gleich am Morgen. Irgendwas stimmt nicht. Das ist wie sie grinst. Also, irgendwas ist mit dieser Game Engine ganz verrückt. Bin ich der Einzige, der es denkt?
Die haben richtig Gesichtskirmes. Harbinger Motel. Ich glaube nicht, dass er... abbiegen. Ich glaube nicht, dass er böse ist. Aber wenn da draußen jemand ist... Ja, ich sehe nach. Gute Nacht. Ich glaube nicht, dass er böse ist. Ich glaube, er ist ultra der Creep und er ist ultra weird. Aber ich glaube, dass das irgendwas ist, um uns zu verwirren. Ich glaube, das ist eigentlich ein guter Kerl. Und ich glaube, der hat in etwa ein Gefühl davon, was da am Arsch Snape ist. Snape oder was? Nein, nicht so krass. Aber ich glaube nicht, dass der böse ist. Es war auch nicht sein Blut, aber... Also ich glaube nicht, dass der böse ist. Ich glaube, dass der uns einfach, also... Wieso sitzt der Kerl noch da? Er wartet, dass du losfährst, du Idiot. So, erleichtert, der Kerl war unheimlich genervt. Eine große Hilfe. Ich mach mal unheimlich. Dieser Kerl war mir mega unheimlich. Ich müsste mindestens ein Dutzend Mal pushen, weil das auch... Was hat er hier? Ich glaube, es... Was? Blut? Nett, sie kennenzulernen. Oh nee, jetzt lachen sie. Lachen ist nicht gut. Jetzt fickt er sie. Er wird sie ficken. Meinst du okay, Sex? Wieder ab auf die Straße. Ja. Ich denke, ich hatte genug Waldabenteuer für eine Nacht. Vielen Dank auch. Oh ja, wo ist das Motel? Okay, also wir sind hier und das Motel ist hier. Okay. Aber wir fahren nach da. Was ist da? Hackett's Quarry. Woher weißt du das? Der Kopf, ich hab ihn einfach eingelegt. Guter Trick. Alter, wie sie guckt, ey, sie hat richtig einen weggezwischt. Könnte sein, dass er was weiß. Hase, hörst du wirklich lieber auf irgendeinen gruseligen Kopf, der uns mitten in einem gruseligen Wald sagt, in ein gruseliges Hotel? Nein, das klingt schrecklich. Also, verschwinden wir. Das hab ich gehofft. Ma'am. Oh, der ist ausgestiegen. Gott, wenn er dieses Ma'am noch einmal gesagt hätte, hätte er sein Abzeichen gefressen. Ernsthaft, ich sehe doch nicht nach Ma'am aus. Erst in 20 Jahren bin ich eine Ma'am. Mhm. Ich habe so viel Stress. Was? Ah. 20 ist diskutabel. Freundchen. Ich stehe ein bisschen auf Ma'ams. Okay, es endet hier. Milfanta. Ich habe so viel Stress. Aber meintest du mit Effekti Sex oder meintest Nein, du, sie sterben? Aufs Maul. Okay, sie sterben. Wie, wenn ich sage ficken, meine ich ficken. Okay. Das glaube ich nicht. Ist niemand hier. Was nach der langen Fahrt hier? Max, raus? Können wir uns einfach umsehen, bevor wir aufgeben? Hast du eigentlich geredet mit Mr. Hackett oder auf die Box gesprochen? Was macht das schon aus? Das hier macht es aus. Ach, jetzt sind wir da, aber wir sind allein. Hallo? Toll. Im er hört Wald. Wohl nicht seine Voicemail. Woher sollte ich das wissen? Herr Polizist. Ich meine, eindeutig ist jemand hier. Ja, oder nur eine verlassene Karre und wir verschwenden unsere Zeit. Wieso sollte sie verlassen sein? Ich bin am Auto. Max, komm schon. Max, komm schon zurück. Sei einfach niemals Betreuer in einem Camp. Jetzt muss ich hier alleine wieder rumgucken. Ich weiß, an der Tür ist irgendwas, aber ich will erstmal hier gucken. Mann, mein Magen macht das nicht mit, Kalle. Musst du kacken, oder was? Nein. So, also, hier ist schon mal nix. Hey, ihr fährt einfach weg! Mir hört Musik. Ich kann nur runter? Ich würde das bei der Tür mal angucken. Ja, gleich. Hier ist doch Licht an. Oder sieht das nicht? Das ist alles unangenehm. Guck mir das an, aber ich habe immer. Ja. Achso, so eine Kamera. Oh, Leute. Ich sehe nichts. Ich sehe auch. Ich sehe einen Scheiß. Seht ihr was, Chat? Ne, aber das ist beim Chat auch dunkel as fuck. So, hallo, hier bin ich. So, ne, dann gehen wir wieder zurück. Ist nicht Castrop Spandau, was er da hört, ne? Nee, der hat keinen Musikgeschmack. Ist irgendwer daheim? Verdammt.
Aggression, Stresslevel. Es wird immer schlimmer. Die Leute haben gesagt, das ist nicht. Du hast gesagt, das ist nicht so Horror. Ja, ist auch nicht. Bisher nicht. Ja, aber du kackst dich wie jedem Scheiß ein. Willst du einfach spielen und ich guck zu? Nee. Das ist ja jetzt nichts, wo man Geschick braucht. Alter, so ein Kackspruch. What doesn't kill you make you stronger? Was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Arnold Schwarzenegger. What? What doesn't kill you makes you stronger? Where's the chopper? Get to the chopper. Get to the chopper. Ah ja, jetzt gehst du noch zu der anderen gruseligen Tür. What doesn't makes you stronger, makes you kill? Nee. Super, gar nicht gruselig. Na, der hat was gezuppt. Hast du gehört? Ja. Da. Ja. Nein, nicht die Kellertür. Ist ein Bunker. Nein, mach nicht die Kellertür auf. Doch. Nein, doch. Mach nicht. Ich will nicht. Ich hasse dieses Spiel. In die Keller rein! Nein! Na, da ist was Ekliges. Oh, mein Auge. Gleich ist es weg. Oh, was mal. Hey! Die ist nackt! Da wird gefickt. Hey, ist alles okay? Nee, bin gleich zurück. Ich hole kurz Hilfe. Was für Hilfe? Wenn du in einem Kackwald bist und da ist was im Keller eingesperrt, lass es da drin! Max! Was bist du Max, so? Max, komm mal her! Was ist denn los? Was ist mit dir denn falsch? Da ist jemand in dem Bunker, der vielleicht feststeckt. Echt? Ist es Mr. Hackett? Keine Ahnung. Bring mir ein paar Werkzeuge für das Schloss. Hey, bin zurück. Wir holen sie gleich da raus. Es redet nicht mit dir. Hey, warte, was ist das? Du hast nur Werkzeug gesagt. Wieso hast du nicht... Da drin ist jemand. Ich sehe niemanden. Was? Nein, guck. Das mache ich doch, wirklich. Lass mal sehen. Alter, das ist so... Das Auge immer. Das ist so unangenehm. Das muss doch jetzt mal ausgestochen werden. Da war definitiv jemand drin. Okay. Okay, dann... Ich will das nicht. Hammer nehmen, Schraubenschlüssel nehmen. Hä? Der eine wird's aufmachen müssen und der andere wird's K.O. schlagen. Ich mal auf. Ich glaube, mit dem Hammer tötet man, oder? Ach, sicher? Jetzt willst du mir die Verantwortung für die harten Dinge geben. Psst. Hammerzeit. Da steht wirklich Hammerzeit. Hammertime. Zuversichtlich, ja, das war online. Ja, Hammertime. Hammerzeit. Ja, das muss man auf Englisch hören. Ach so, du machst das mit dem Hammer auf. Wow, ja, ja. Das war super laut. Ja, sicher. Soll ich helfen? Ja. Yeah. Tot! Oh, schön. Du kennst Evil Dead, oder? Hallo? Das ist so ein Arschloch. Sind Sie hier? Existieren Sie? Existieren Sie? Hey. Pass bloß auf. Hä, hey, jetzt setzt er. Er ist auch ein Wichser. Er setzt sich nur hin. Du hast mich gerade angeschrien. Der muss sich ausruhen. Sein Puls ist hoch. Ja, wieso muss ich denn hier alles allein. Ja, Moment. Iron. Das Ding hat ein Halsband. Iron Robin. Wenn es ein Halsband hat, sperr es wieder ein. Also das nicht, ne? Du bist nicht Nein. lustig. Du bist einfach nicht lustig. Der hat ein. Ich will nicht, dass wir da unten sind. Ich bin nicht lustig. Ich will nach Hause. Wollen wir nicht in das Motel fahren und ficken? Viel besser als das. Wait a second, was? Ich hab so viel Stress, ich muss Käse essen. Guck mal, da liegt irgendwas Ekliges. Oh mein Gott. Max?
Ja, was ist denn das jetzt hier? Da liegt eine... Oh, schönes Licht. Nein. Wie kannst du bei dem Anblick einen Käse dir reinstopfen? Ich bin nervös. Und dann fängst du an Käse zu essen, oder? Ja. Vielleicht war es ein Opossum oder sowas. Nein, da war jemand hier, ich schwöre. Hey. Es war eine hektische Nacht, weißt du? Lass uns einfach zum Hotel, wir kommen wieder her, ganz früh am Morgen, ja. Dann können wir uns umsehen, aber... Ich meine, du musst doch erschöpft sein, ich auf jeden Fall. Ich denke, unsere Fantasie... Er ist richtig tot! Er wird gefickt! Max! Max! Ich blute. Hilfe. Hilfe. Ich blute stark. Zurücklassen, helfen? Scheiß auf dich. Lass mich gerade zurück? Ja. Was bist du? Ja. Ey, du hast immer nur rumgesessen. Du warst mega useless bisher. Oh. Das ist der Polizist! Ja, und das nenne ich Karma. Ja, aber wir leben noch. Du bist am Arsch. Wir werden nur misshandelt oder so. Er sieht ein bisschen aus wie Max, ne? Sieht das etwa wie das gottverdammte Harbinger Motel aus? Ein bisschen. Sieht ein bisschen aus wie Henno, finde ich. Du hast mich geopfert. Bei der ersten Entscheidung, die wir hätten treffen können, hast du mich geopfert. Ja, du hast doch gesagt, du willst nicht spielen. Das heißt nicht, dass du mich töten sollst. Ja, aber ich werde es beide nicht überlebt, glaube ich. Einer musste sich opfern. Und du warst eh schon verletzt. Mein Gesicht ist noch schön. Aber warum hat er uns jetzt eine Spritze gegeben? Ja, das war die erste Folge. Bei Shoka auf dem Kanal geht's dann weiter. Jetzt doch. Ja, ja, aber ich mache trotzdem ein Video auf dem Hauptkanal. Ach so. Aber Uncut auf den Uncut-Kanälen. Alles klar. So. So. Ne? Ne. Soll ich Aufnahme beenden? Ja. Sicher? Ja. Und dann eine neue.